ebenfalls in den hinteren Reihen hinsetzen. Und nun möchte ich unseren Vortragenden vorstellen. Der Vortrag geht um den Schutz der Natur, der Wildnis, den Spezies, die bedroht sind. Vielen Dank für die Einführung. Mein Name ist Jutta Buschbohm. Ich bin eine evolutionäre Biologin. Das ist mein Hintergrund. Ich habe meine Doktorarbeit in der Universität von Chicago gemacht über kleine Pilze, die in Symbiose mit Algen auf Stein leben. Dann habe ich einen Postdoc in Bioinformatik gemacht und dann bin ich zurück zu dieser Organismenbiologie gegangen, habe mich damit Genetik beschäftigt, und als ich das erste Mal in dieses Gebiet gegangen bin, habe ich das Fragen gefunden, die Anwendung haben, und habe herausgefunden, dass von der Wissenschaft zu der Anwendung zu gehen nicht so trivial ist. Was ich präsentieren werde, ist ein Hightech-Weg, mit der Nutzung von genomischen Daten Biodiversität zu schützen, in einem Weg, mit dem man tatsächlich Anwendungen machen kann und genomerhaltende Methoden entwickeln kann. Dieser Report über die Biodiversität und das Ökosystem Services kam kürzlich heraus, und die Resultate waren sehr erwärmend, herzerwärmend, sehr besorgend. Hat gesagt, dass 1 Million Tiere oder Pflanzenspezien sind gefährdet und die Hälfte davon sind quasi tote Spezien, die sich nicht mehr reproduzieren können, weil ihr Habitat zerstört wurde. Ein Drittel der ganzen Spezien, die vom Aussterben bedroht sind, sind in den letzten 25 Jahren in diese Kategorie gerückt. Um euch eine Idee davon zu geben, über welche Größen wir reden, über welche Raten wir reden. Im Moment ist das Aussterbungsrisiko mindestens 10 bis 100 Mal so hoch, wie es im Mittel der letzten 10 Millionen Jahre war. Und innerhalb der letzten 10 Millionen Jahre gab es zum Beispiel die Eiszeit. Das größte Aussterbungsrisiko ist wegen der geänderten Nutzung des Landes und des Meeres. Der Bericht redet auch darüber, dass wir schon darüber hinausgegangen die Ressourcen des Planeten schon aufgenutzt haben. Das heißt, in diesen Grenzen können wir die Ressourcen des Planeten benutzen, aber da wir darüber hinausgegangen sind, sind wir jetzt eventuell schon in einer Phase, wo wir keine Ahnung haben, wie das am Ende ausspielen wird. Insgesamt ist dieser Report sehr negativ, aber ich war glücklich zu hören oder zu lesen, dass dass darüber geschrieben wird, dass es Leute gibt, die deutlich besser sind in dieser Hinsicht als wir, und viele dieser Leute sind Indigenous People, Gemeinschaften, die es geschafft haben, wilde und domestizierte Biodiversität sehr gut aufrechtzuerhalten. Und heute ist ein hoher Prozentteil der weltweiten Biodiversität in Gebieten, die von diesen Personen gemanagt werden. Und diese Gemeinschaften sind mehr intakter und weniger schnell zerfallend als woanders. Und wir haben also es gibt also eine Methode, das so zu machen. Es ist nicht einfach, und es ist nicht einfach, dahin zu kommen.
Aber wir können uns angucken, was diese Personen, diese Leute besser machen als wir. Das klingt alles, es ist ein globaler Report und es klingt alles sehr weit weg und wahrscheinlich irgendwo in den Tropen, aber tatsächlich ist die Gefahr für die Biodiversität auch direkt in unserem Garten zu finden, direkt in unserer direkt neben und bei uns. Es gibt dieses kürzliche Paper von der Universität Greifswald, die sich Blattkäfer angeschaut haben und wie die Biodiversität dieser Blattkäfer sich verändert hat oder abgefallen ist in Zentraleuropa. Die haben über lange Zeit Daten über die Population von Blattkäfern in Zentraleuropa gesammelt von 1990 bis 2017, 1960 bis 2017, also 57 Jahre. Und die haben herausgefunden, dass durch diese Observation von Blattkäfern herausgefunden, dass dies in diesem Zeitraum stark ansteigt. Aber obwohl es in den letzten zwei Dekaden sehr stark angestiegen ist, die Anzahl der Observationen ist die Anzahl der Spezien, die orangene Linie leicht abnehmend. Und die Frage ist, ob das wahr ist oder nicht, ob das real ist oder nicht. Und in dem Datenset die Anzahl der Spezien, die orangene Linie, die Anzahl der Spezien, von denen es mehr Berichte gab, ist abgenommen, aber die Anzahl der Spezien, von denen man nur wenig gehört hat, hat zugenommen. Also diese Anzahl von Daten, diese Daten sind sehr schlecht zu interpretieren und es könnte viele Faktoren geben, warum dem so ist, aber es ist nicht klar, ob dieses Muster statistisch signifikant ist, aber wenn ihr einen Schritt zurückgeht und euer vorheriges Wissen über den Status der Welt verwendet, würdet ihr sagen, dass der aktuelle Status eher gut ist oder eher besorgniserregend? Und dann mit diesem Wissen sagt mir, dass diese Resultate ein Bias sind. Ich mache mir Sorgen, dass sobald wir statistische Signifikanz in diesen Datensets haben, dass es dann schon zu spät sein wird. Bisher habe ich über Käfer, Blattkäfer geredet. Das sind die größten Gruppe in der Insekten mit etwa 400.000 Spezien. Blattkäfer sind eine große Familie mit etwa 50.000 Spezien, die es überall weltweit verteilt gibt. Und in Deutschland gibt es über 470 Blattkäferspezien. Woher wissen wir, wie viele Spezien es gibt und wer hat das alles gezählt? Das ist die Aufgabe der Taxonomisten. Das ist die Wissenschaft des Benennens und Definieren, das heißt auch Beschreiben und Klassifizieren von Gruppen von biologischen Organismen auf der Basis von geteilten Charakteristiken oder Eigenschaften. Man könnte die Idee haben von einer Frau mit einem lustigen Hut, die irgendwo mit einem Netz rumrennt und Schmetterlinge fängt oder ein merkwürdiger Typ, der irgendwo auf dem Boden rumkriecht und Pilze sammelt. Und es ist richtig, dass wir dass die Taxonomisten viel Zeit draußen verbringen, aber auf der anderen Seite ist die Taxonomie eine Hightech-Wissenschaft. Heutzutage Taxonomisten nehmen neue Technologien und neue Entwicklungen, um neue
neue Spezien zu definieren und zu verstehen. Also diese Taxonomisten sind oft Experten, zum Beispiel in Mikroskopie, Morphometrie, Biochemistrie, Protometrie und Untersuchung von Genen. Also während dieses Talks will ich die Liste von Experten, die wir brauchen, um die Biodiversität zu schützen, auflisten, um, wenn wir es auf Grundlage von Daten machen wollen. Zurzeit ist die Liste sehr leer, im Moment nur Taxonomisten, aber das wird sich schnell ändern. Diese Taxonomisten sind eine Untergruppe von evolutionären Biologen. Und ich habe euch bereits erzählt, dass Taxonomisten Technologie benutzen. Also sobald Computer aufkamen und das Internet begann, sich zu verbreiten, haben die Leute das auch benutzt, um Informationen über Spezies zu sammeln und zu verbreiten. Und wir haben gute globale Ressourcen, die uns auf der Speziesebene und über der Speziesebene wertvolle Informationen liefern. Und die Biodiversitätsspezialisten haben ihre eigenen Standards, haben ihren eigenen Katalog des Lebens. Und die globale Biodiversitätsinformationsfacility wurde geschaffen. Und dadurch haben wir diese wunderbaren Karten. Wir haben hier die Karten über die Laubkäfer, wie sie in der Welt verteilt sind. Und wir sehen, dass sie halt mit dritte Welt Ökonomie assoziiert sind. Und wir brauchen auch Biodiversitätsinformatiker, um globale Listen und Wissen zu erstellen und Wissen zu verteilen. Soweit habe ich nur über Spezies gesprochen, was eine Vereinfachung ist. Die Frage ist natürlich auch, was sind Spezies tatsächlich? Und da müssen wir über genetische Diversität sprechen. Und ich will darüber sprechen, indem ich über Seemöwen spreche. Hier in Europa haben wir zwei große Arten von Seemöwen. Wir haben die Silbermöwe und wir haben ebenfalls die Heringsmöwe weiter hinten im Bild. Okay, und ich verwende jetzt hier tatsächlich die deutschen Namen, weil im Englischen die halt andersrum heißen und das wird jetzt Leute verwirren. Und in Europa sind diese beiden Spezies eigentlich ziemlich klar definiert, weil sie nicht miteinander sich kreuzen. Und man sieht, dass die Spezies halt hier wie ein Ring um die Arktis verteilt sind. Und der Grundgedanke hier ist, dass während der Eiszeit, dass diese ganze Region während der Eiszeit halt zu kalt war und daher haben sich die Möwen verteilt an die Ränder der Eisbereiche. Und so dass man dann halt ein Teil der Welt hat sich die Heringsmöwe niedergelassen und in dem anderen Teil hat sich die Silbermöwe niedergelassen. Dunkelblaue Bereich ist zeigt die amerikanische das Gebiet der amerikanischen Silbermöwe. Und natürlich haben wir auf der anderen Seite dann die europäische Silbermöwe.
Und auch wenn die Spezies miteinander sich kreuzen, aber als der Ring sich geschlossen hatte, haben diese beiden Spezies sich nicht mehr miteinander gekreuzt. Und dann ist halt die Frage, waren das eigentlich die gleiche Spezies oder hybridisieren, also kreuzen sie sich selber jetzt neue jetzt? Und was wäre jetzt, wenn all die Möwen in Eurasien aussterben würden? Aber wenn wir verschiedene Arten hätten in diesen Regionen, dann müssen wir natürlich jede dieser Spezies schützen auf regionaler Ebene. Um das zu untersuchen, also um die Frage zu beleuchten, ob wir verschiedene Spezies haben oder nicht und was die evolutionären Prozesse waren, die diese Spezies hervorgebracht haben. Und was halt Wissenschaftler gemacht haben, ist, sie haben sich die DNA-Sequenzen dieser Spezies angeschaut. Und wir sehen halt hier auf der linken Seite das theoretische Modell der Ringspezies. Und dann sehen wir auf der rechten Seite all das ein realistischeres Modell basierend auf der Genetik. Und wir sehen halt, die Realität ist eben eher komplex im Gegensatz zu der Theorie. Und wir sehen halt, dass genetische Diversität mit geografischem Ursprung oder geografischer Herkunft korreliert ist. Und wir lernen, dass wir Dinge erfahren über evolutionäre Geschichte, über den Speziationsprozess. Und wir müssen alle unsere Spezies verstehen, weil wir dadurch dann wissen, wie wir die Spezies beschützen können. Also brauchen wir noch mehr Leute. Wir brauchen auch noch Evolutionary Biologists, also evolutionäre Biologen. Und als wir herausgefunden haben, dass man genetische Diversität nutzen kann, um geografische Herkunft herauszufinden, haben diese Sachen dann genutzt, um Schutz, also Konservierungsmaßnahmen zu ergreifen und auch Anträge zu stellen für diesen Schutz von den Spezies. Und es gibt halt verschiedene Cluster von Variabilität zwischen den Spezies. Und wir müssen auch innerhalb einer Spezies die Populationsstruktur verstehen. Und wir müssen dann auch Modelle bauen, die diese Populationsstrukturen wiedergeben können oder erklären können. Und diese Sachen sind notwendig für die Beobachtung, die Konservierung, die Anpassung, die Verwaltung, die Kreuzungsstrategie und auch die Und was ich schon vorher gesagt hatte, ist, dass wir das alles, wir müssen auf der Populationsebene uns die Sachen betrachten. Hier ist eine Karte, die von der Eurogene-Organisation erstellt wurde. Und die Punkte sind genetische Konservierungseinheiten.
Und das ist eine Strategie, um eine Einheit von genetischer Diversität aufzuzeigen. Und das Ganze sieht jetzt aus wie ein hypothetisches Beispiel, denn in der Realität hat man eher Gradienten anstelle individuelle Punkte. Und dann kann man halt auch nationales genetische Beobachtungen machen. Und insbesondere in Bezug auf Wälder wird man Ausreißer finden in den Daten, weil Saatgut halt für, auch viel herumgetragen wurde in der Welt. Und man sieht halt auch, dass Sachen halt von außen nach Deutschland gebracht wurden. Und wir können diese Ausreißer halt nur identifizieren, wenn wir den gesamten Datensatz haben, global. Und im schlimmsten Fall können diese Ausreißer unseren Gradienten halt negativ beeinflussen oder verfälschen. Und deswegen sind diese Ausreißer halt gefährlich für die Analyse. Um diese Referenzdaten zu sammeln, braucht man halt eine große Kollaboration. Und man braucht halt viele verschiedene Leute, zum Beispiel Wissenschaftler oder Menschen aus den lokalen, die lokal vor Ort sind, Leute, die für die Regierung arbeiten, die auch Hintergrundinformationen haben und natürlich auch Citizen Scientists, also private Wissenschaftler. Und es kann natürlich auch Konservierungsaktivisten sein, die uns helfen, diese Daten zu sammeln. Und diese Daten müssen dann natürlich auch langfristig irgendwo gespeichert werden und müssen kuriert werden. Und das ist die Arbeit, die halt in wissenschaftliche Sammlung einfließt. Also insbesondere Naturkundemuseen erledigen diese Aufgabe in der Regel. Und man hat dann halt wirklich wieder verschiedene Menschen, also die Sachen kurieren, sammeln und einfach managen. Und sobald wir diese Daten haben, die sehr groß sein können, also auch sehr große Bereiche der Erde abdecken, und die Grundlage für alle unsere Anträge ist die Populationsstruktur und insbesondere die Zuweisung von Populationen zu Spezies. Und der Prozess ist derart, dass wir zunächst einmal eine Frage definieren und dann das Projekt so gestalten, dass es die Frage beantworten kann. Und dann definieren wir das Populationsstrukturmodell und dann müssen wir schauen, okay, ist das Modell auch tatsächlich gut genug für das, was wir vorhaben und auch gut genug für den Antrag. Und wir machen dann eine Vorhersage-Assignment. Und dann machen wir tatsächlich die Tests, also statistische Tests, um zu überprüfen, also um halt auch die Fehlerraten und die Genauigkeit zu bestimmen. Also es ist sehr viel statistische Arbeit. Und die Leute, die dann halt das analysieren, müssen halt auch von Biostatistikern unterstützt werden. Was ist jetzt der gegenwärtige Stand der Arbeitspraxis? Also wir haben, ich zeige hier ein Beispiel aus Afrika von den
von den Afromosia-Bäumen. Und alle Spezies also die Spezien der Melissia regia und die Melissa excelsa, die kann man nicht auf Plantagen bauen für Nutzungsholz, nutzbares Holz. Also die werden verständlicherweise aus den natürlichen Wäldern geerntet. Die sind in Südafrika verteilt, West- und Ostafrika verteilt. Und eine Gruppe von Dutzend Wissenschaftler hat die Daten über die Verteilung dieser Spezien gesammelt. Über 400 Proben haben sie genommen und sie haben 4 Marker gesammelt. Am Ende sind sie auf über 100 Marker gekommen und dann haben sie ein optimiertes Populationsmodell erstellt, verschiedene Parameter verwendet und wir konzentrieren uns hier auf die besten Lösungen, die sie gefunden haben. Und das ist im Prinzip dieser schwarze Rechteck da unten. Sie haben Populationenstruktur gefunden mit diesen Clustern. Die Populationen von Westafrika können von denen in Zentralafrika unterschieden werden und die in Ostafrika können auch unterschieden werden. Also wir haben Populationsstrukturen, das ist gut. Das Problem ist, dass unsere Auflösung sehr niedriger ist, als wir es bräuchten, weil wir im Prinzip eine Auflösung mindestens auf einem Länderlevel brauchen, weil die meisten Gesetzesstrukturen national sind. Also es könnte legal sein, Bäume zu fällen in einem Land, aber nicht in einem anderen Land. Also wir müssen eine Auflösung auf Länderebene haben, auf Länderskala haben oder eventuell sogar auf regionaler Ebene, falls es irgendwo eventuell geschützte Bereiche, international geschützte Bereiche in diesen Ländern gibt. BiodiversitätswissenschaftlerInnen gucken weiter, was man mit Modellorganismen machen, was man in menschlichen Genomwissenschaften macht. Es gibt tausende Leute, die daran arbeiten, aber alle mit einem sehr unterschiedlichen Funding wegen der Interessen der Pharmaindustrie. Was wir von da lernen können, von Resultaten des menschlichen Genoms, ist, dass man zwei Sachen braucht. Die eine Sache braucht man auf, wisst ihr schon, das eine ist Untersuchung der Verteilung, die eine räumliche Aufteilung gibt. Und das zweite ist, dass man Sequenzen des ganzen Genoms nimmt. Das gibt uns einen Blick in die Zeit, weil unser Genom eine Erinnerung des ganzen Geschichte hat. Und diese Sicht zurück in die Vergangenheit ermöglicht uns auch, Kontext hinzuzufügen. Und diese Referenzdatensätze öffnen dann Pandoras Kiste. Wir können dann ganz viele neue Fragen stellen und ganz viele neue Ziele setzen, sogar solche, die wir noch nicht kennen. Wir können ganz viele Applikationen entwickeln, was im Moment gemacht wird für Menschen. Im Moment gibt es mindestens 4 globale Datensätze für menschliche Diversität. Die werden sehr oft verwechselt und diese Datensätze
sind Big Data in Bezug auf die Daten, die Proben, die man nimmt und die Anzahl der Individuen, die vertreten sind und dass diese Resultate, deswegen sind diese Daten sehr informationsreich und deswegen kann man sie gut für Anwendungen verwenden. Leute entwickeln immer weiter neue statistische Methoden und im Moment gibt es eine neue Welle dieser Methoden. Wenn man also diese globalen Datensätze hat, fangen Leute in die menschliches Genom untersuchen, beginnen lokale Untersuchungen auszuführen. Da gibt es zum Beispiel die Biobank im Vereinigten Königreich. Es gibt 400.000 Freiwillige, die alle Staatsbürger des Vereinigten Königreichs sind von der ganzen Insel und die wurden alle der Genotyp dieser Person wurde für 820.000 Marker untersucht. Das ist was ganz anderes als die 100 oder 1.000, die wir für Biodiversität in Pflanzen und Tieren angucken. Da gucken wir typischerweise auf ein paar Zehntausende Marker, also das hier ist was eine ganz andere Region. Und dann kommen statistische Genforscher, die machen dann irgendwelche Magie und die können 96 Millionen Marker per Genom für jedes Individuum finden von den 820.000, die wir im Labor genommen haben und das ist ein riesiger Anwachs und sobald man diese Datensätze hat, hat man plötzlich eine fantastische Auflösung bis hinunter ins Lokalste, in die lokalste Gemeinde, in die lokale Gemeinde. Dieses erstes Bild hier zeigt Leute, die in Edinburgh geboren wurden und die Frage war, wo wurden Leute geboren, die gleichen genetischen Vorfahren hatten und was sie gefunden haben, ist, dass sie von überall von Nordschottland und Nordirland kamen. North Yorkshire war noch lokaler, also Leute von North Yorkshire scheinen nicht sehr weit herumzureisen. Für London ist die Situation komplett anders. Das ist, was wir erwarten würden, weil London ein Leutemagnet ist. Leute ziehen da die ganze Zeit hin. Die treffen sich da, kriegen Kinder und die Leute, die Kinder, die in London geboren wurden, hat überhaupt nichts mit London zu tun. Die kommen von überall, von der ganzen Insel. Deswegen sind die Farben sehr ausgedünnt. Diese Statistik kam auch diesen Sommer heraus und das ist die erste, bei der ich gesehen habe, dass wir regionale Auflösungen finden können oder haben können. Und ich finde die Möglichkeit für die Diversitätsforschung sehr aufregend. Das wurde möglich gemacht durch sehr komplizierte mathematische Modelle, die genomische Daten von sehr komplizierten evolutionären und Populationsmodellen entwickeln können. Und zur gleichen Zeit, wo diese Modelle herauskamen, konnten wir anfangen, Big Data zu verwenden, also Gigabyte und Terabyte von Daten zu analysieren. Und die statistischen Genetiker brauchten neue Darstellungsmöglichkeiten, um diese Anzahl von Daten zu analysieren. Und wir haben es geschafft. Und dann waren wir in der Lage, viele Informationen aus diesen Daten mit einem sehr niedrigen Signal-Rausch-Verhältnis herauszuextrahieren. Um das zu erreichen, brauchen wir sehr viele verschiedene Experten, statistische Genetiker, Big-Data-Experten, die eventuell auch Machine-Learning-Erfahrung haben. Wir brauchen Molekularbiologen, die wissen, wie man komplexe Genome sequenziert. Wir brauchen Bioinformatiker, die Genomexperten sind, um die Genomsequenzen zu alinieren. Okay.
Und das hier ist das Ergebnis. Das ist die Autorliste für das 1000-Genom-Projekt, Referenzdatenset. Ich erwarte nicht von euch, dass ihr das lesen könnt, aber die fettgedruckten ist das interessanter, weil das sind die verschiedenen Aufgaben, die notwendig sind, um ein klares, von Rauschen bereinigtes Datenset zu bekommen. Und allein die Autorenliste ist anderthalb Seiten lang. Und wenn man sich überlegt, dass einige Autoren zu mehreren Datensets beigetragen haben, ist noch beeindruckender. Und die meisten dieser Arbeiten haben mehr als 50 Autoren. Also es ist ein sehr kollaboratives Forschungsfeld. Wir gehen jetzt zur Biodiversität. Hier hat man jetzt ein Gastrotrich, das ist ein kleines Organismus, was in Frischwassersedimenten lebt. Im Allgemeinen sind die einige hundert Mikrometer groß. Ich habe keine Zahlen, aber ich würde raten, dass es weltweit etwa 100 bis 1000 Leute gibt, die mit dieser Spezien arbeiten. Es gibt 800 davon, 800 Spezien. Und sagen wir, es gibt etwa ein bis drei Experten pro Spezies für diesen Organismus. Wie können also diese drei Leute die ganzen Aufgaben erledigen, um ein Referenzdatenset zu erstellen? Du könntest sagen, dass das Gastrotrich sind. Ich habe noch nie davon gehört. Vielleicht sind die gar nicht wichtig. Vielleicht brauche ich gar kein Referenzdatenset. Aber tatsächlich sind einige dieser Spezien Indikatoren für die Qualität des Wassers. Was wir also im Moment beobachten, ist eine Lücke für Biodiversitätskonservation. Wir haben Pandoras Box geöffnet. Wir haben diese ganzen statistischen Analysemöglichkeiten, um die Datensätze zu analysieren. Aber für einige Organismen sind wir immer noch bei Statistiken, die uns nicht sehr weit bringen, die alles nur zusammentragen. Und diese Lücke zu schließen für einen Organismus ist sehr viel Arbeit. Und wir haben im Moment 35.000 gelistete Spezien, die effektiv beschützt werden müssen. Also wir müssen einen praktischen Weg finden, vorwärts zu gehen hier. Was wir, also all das hier in den Biodiversitätswissenschaften, erfordert eine Überwindung dieser Lücke, um halt einen massiven koordinierten Effort zu machen, um die Referenzdaten zu sammeln. Wir brauchen Statistik, wir brauchen viele verschiedene Expertisen, weil wir haben es mit Big Data zu tun. Wir müssen Daten analysieren, wir müssen die Daten managen und verteilen. Und wenn man jetzt die verschiedenen Bestandteile sich anschaut, also man braucht halt erstmal eine generelle IT-Infrastruktur, um die Daten halt zu verwalten und zu analysieren. Und Biodiversitätswissenschaftler und Experten müssen damit arbeiten können. Es muss daher benutzerfreundlich sein, aber es muss halt auch zugänglich sein für Leute, die halt Citizen Science machen oder lokal vor Ort Daten sammeln für das gesamte Projekt, sodass man halt eine Infrastruktur schafft, die für alle nutzbar ist. Ich habe hier eine relativ lange Liste von Anforderungen und Fähigkeiten aufgelistet. Und ich denke, das sind jetzt keine Sachen, die man einfach nur, die nett wären, sondern ich denke, das sind wirklich fundamental wichtige Fähigkeiten für die Infrastruktur. Denn unser Ziel ist immer die Anwendung von Wissen.
Und daher brauchen wir halt auch Programmierer, Manager und Kuratoren, die diese Infrastruktur betreiben. Und weil unser Ziel die Anwendung von all dem ist, die wichtigsten Fähigkeiten sind Qualitätskontrolle und Reproduzierbarkeit. Und unsere Konservierungswerkzeuge können natürlich robust sein, aber um Qualität zu erreichen und Fehler runterzubringen, ist das halt alles wirklich gut standardisiert sein muss und um halt am Ende dann ein Referenzdatensatz zu haben, das dann auch verlässlich ist, müssen halt viele Anforderungen erfüllt werden. Und diese Schritte müssen dokumentiert werden, standardisiert werden. Jeder Schritt muss validierbar sein, reproduzierbar sein und zertifizierbar sein. Die gesamte Struktur muss natürlich modular und interoperabel sein. Wenn unser System diese Eigenschaften hat, dann haben wir das, was wir brauchen, um halt die praktische tägliche Arbeit zu verrichten. Wir brauchen daher professionelle Entwickler und Programmierer, die kollaborativ kollaborative Software erschaffen, und wir brauchen Experten für die Infrastruktur, so dass wir sicher sein können, dass die Infrastruktur immer noch zuverlässig ist. Also ich bin selber nur Biologe und ich habe daher nicht wirklich viel Ahnung von der Technik. Und ich denke, wir brauchen daher wirklich Leute, die Hardware und Software kennen, verstehen und uns diese Werkzeuge und Programme zur Verfügung stellen können. Ich habe dann all diese Anforderungen gezeigt, die die Software benötigt. Und ich sage, dass diese Anforderungen notwendig sind, weil die natürliche Welt immer weiter übermäßig ausgenutzt und zerstört wird. Und der Umfang der Umweltverbrechen ist gigantisch. Und also das ist halt vielleicht nur ungefähr so groß wie Drogenverbrechen. Das sind halt mehrfach Milliarden Unternehmen, die diese Verbrechen begehen. Und es gibt ganze Industrien mit großen Profiten, die die Natur zerstören. Wenn es einen Mafia-Boss oder einen kriminellen Manager gibt, der gerade einen Politiker bestochen hat, dann würde dieser Politiker natürlich auch nicht das Risiko begehen, aufgedeckt zu werden. Und also wenn jetzt zum Beispiel ein Hafenarbeiter die Fracht von einem Schiff untersucht und sagt, okay, das sieht seltsam aus, dann kann es natürlich sein, dass dieser Hafenarbeiter uns diese Sachen bereitstellt und dann machen wir selber als Wissenschaftler Analysen und wir stellen fest, ja, okay, hier läuft etwas falsch. Und das Ding ist, wenn wir halt Referenzdatensätze haben,
dann sind diese Daten sehr wertvoll für uns, sehr nützlich, weil wir uns dadurch vor Manipulation und Zerstörung schützen können. Und daher müssen wir auch über Informationssicherheit sprechen, weil diese Daten auch politisch relevant sind, politisch missbraucht werden könnten oder halt ein politisches Ziel werden können. Daher brauchen wir IT-Sicherheitsexperten ebenfalls mit im Boot. Meine Hoffnung ist, dass diese technische Infrastruktur, dass sie uns helfen kann, die nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen, um unsere Länder, um unsere Welt und unsere Umwelt zu schützen. Und daher brauchen wir auch Nutzer, die halt überall in der Welt diese Tools verwenden und uns helfen, besser zu verstehen, wie die Spezies auf der Welt verteilt sind. Und diese Werkzeuge also diese Werkzeuge selbst werden nicht ausreichen, um die Klimakrise und auch um die Aussterbenskrise aufzuhalten. Wir müssen natürlich auch darüber nachdenken, unsere eigenen Konsumverhalten zu ändern und dadurch die Umwelt nicht weiter zu gefährden, weil wir halt auch nur eine begrenzte Menge an Ressourcen auf der Erde haben und wir dürfen diese Ressourcen nicht übermäßig abbauen, sodass wir verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgehen. Das Diagramm hier für Deutschland zeigt, dass wir eigentlich auf einem guten Weg sind. Also es sieht halt wirklich so aus, als wenn unsere persönlichen eigenen Entscheidungen in Bezug auf unseren Lebensstil tatsächlich einen Unterschied machen. Und daher ist es notwendig, dass wir alle mitmachen bei dem Schutz von Biodiversität. Ihr hörtet die Übersetzung von dem Vortrag Protecting the Wild. Und eure Übersetzer waren Jörn und wenn ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr den Hashtag C3T verwenden auf Twitter oder auf anderen Social Media Kanälen. Und wir gehen jetzt zur Fragerunde über. Kannst du die Frage wiederholen, bitte? Warum sind wilde Pflanzen mehr divers als wilde Tiere? Ich bin mir nicht sicher, ich verstehe den Hintergrund für diese Frage. Oh, okay. So, is that the idea behind the question? Also, Plants actually move too. Pflanzen bewegen sich auch. Die bewegen sich nicht als Individuen, aber sie bewegen ihre genomisches Material durch Pollen oder durch Teile. Also die Diversität von Pflanzen und in Tieren und Pflanzen kann sehr ähnlich sein. Die Idee, dass Pflanzen einfach feststecken und eine ganz andere Populationsstruktur haben, ist nicht richtig, weil Pflanzen sich ihr genomisches Material herumbewegen durch Samen, durch Pollen. So, thank you, microphone one for helping out. Please ask your question.
So my question is about a bit about the success factor. If we think of this, whatever database. Wie sieht's mit dem Erfolgsfaktor aus, wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, dass es eine riesige Datenbank wird? Wenn ich jetzt zum Beispiel, also mein eigenes Genom war jetzt 150 Megabytes, aber wenn man jetzt zum Beispiel schaut, okay, was ist so der Unterschied zwischen den menschlichen Genomen, ist vielleicht so 1%. Und wenn wir jetzt aber alle Spezies von der Welt sequenzieren, dann wären das mehrere Petabytes. Und das würde ungefähr 15 Milliarden Dollar kosten. Natürlich wollen wir jetzt nicht das alle menschlichen Genome speichern. Also wie würde euch der Erfolgsfaktor aus, also welchen Erfolgsfaktor wollt ihr haben, um das Ganze tatsächlich dann als Erfolg zu sehen, und wer würde diese Daten alle tatsächlich dann hosten? Ich meine, es ist wirklich Big Data. Und ich denke, dass das erste Ziel nicht ist, darüber nachzudenken, alle vorhergesagten 5 bis 10 Millionen Spezien zu sequenzieren auf einem Populationslevel. Ich denke, wir müssen über den nächsten Schritt nachdenken. Und da würde es Sinn machen, mit Spezien zu starten, die sehr ausgenutzt werden, zum Beispiel viele Nutzholzspezien und viele marine Fische im Meer, maritime Fische. Und ich denke, da sollten wir anfangen. Und um diese Daten zu speichern, ich denke, das sollte in politisch unabhängigen Händen sein, entweder von NGOs oder von der Vereinten Nationen oder eine Organisation, die unabhängig ist. Bist du die Erste, die darüber nachdenkt? Nein, es gibt existierende Initiativen. Es gibt den Stewardship Council. Die haben angefangen, die Daten zu sammeln und einen Datensatz aufzubauen. Die arbeiten mit Botanischen Garten zusammen und mit dem amerikanischen Nationalpark-Service. Und die analysieren im Moment ihre Daten mit Isotopen, was eine andere Methode ist, die sehr machtvoll ist, die auch geografische Informationen produzieren kann. Und Leute bewegen sich also in diese Richtung. Ich denke, dass die Idee da ist, aber wir müssen einfach beginnen und das wirklich machen und eine Infrastruktur zur Verfügung stellen und Daten zu vereinen, also zum Beispiel isotopische und Populationsdateien in einem Datensatz zusammenzufügen, um es. Vielen Dank für diesen schönen Vortrag. Und du hast angefangen, über Blattkäfer zu sprechen. Aber es gab auch einen Anstieg von Laubkäfern in den 70ern. Gibt es eine Erklärung dafür? Ich glaube, dass es deswegen ist, dass Leute angefangen haben, viel systematischer die Blattkäfer zu beobachten. Also es ist so könnte man das erklären. Es ist eine Kollaboration von vielen Leuten, die diese Datensätze zusammengeführt haben, kreiert haben. Die Leute, die Teil dieser Kollaboration sind, haben ihre eigenen Datensätze hinzugefügt, und deswegen denke ich, haben wir diesen Anstieg, während die Leute im 1910 nur Datensätze benutzen könnten, die entweder in Museen sind oder wissenschaftlichen Sammlungen oder in Publikationen. Ich denke, diese zusammenführen ist der Grund für den Anstieg. Thank you for your fine talk. And excuse me, maybe my question is a bit off topic. The methods and the roles that you identified in your talk
Denkst du, dass diese Experten, die du in deiner Liste aufgelistet hast, eventuell auch genutzt werden könnten, um halt Rohmaterialien zu bewerten? Vielleicht die Dateninfrastruktur, wenn man die Materialien von der ganzen Welt sammeln will und eine wissenschaftliche Sammlung zu machen und einen Referenzdatensatz zu haben, das könnte funktionieren. Aber die Genuntersuchung natürlich nicht, und man müsste verschiedene Methoden der Physik verwenden. Aber die Infrastruktur, einige Teile davon würden sehr ähnlich sein, denke ich. Eine Frage aus dem Internet. Wer engagiert einen selbstständigen evolutionären Biologen? Also, ich verstehe diese Lücke zwischen Wissenschaftlern und Anwendern, dass wir diese Anwendung brauchen und dass es einen sehr großen Nutzen geben kann für diese Anwendungen. Wir wissen, dass illegales Holzfällen, das ist mein Hintergrund, aber es scheint nicht sehr anders zu sein für das Fangen von maritimen Fischen. Wir wissen, dass es dieses sehr großen illegalen Holzhandel gibt, illegale Fällungen, und wir brauchen die Methoden, die die Macht haben, herauszufinden, dieses illegal gehandelte Holz zu detektieren. Also ich denke, es gibt eine sehr große Notwendigkeit für diese Art von Methoden, und Organisationen, die daran interessiert sind, an diesen Methoden interessiert sind, sind Regierungen, Unternehmen, NGOs, Grenzbehörden, Zollbehörden, Interpol. Ja, sowas. Vielen Dank für deinen wunderbaren Vortrag. Eine große Runde Applaus für unsere Vortragende.